Mahlzeit, ihr Knuppe Brüder Knochen wieder hier. Heute fahre ich mal den AS-42, ist ein Flugabwehrfahrzeug bei den Italienern, genau. Battle Rating 1.3. Ich mache das nun mal nebenbei jetzt hier so. Eigentlich war es jetzt nicht wirklich geplant, dass ich das spiele. Ich habe das nur, oder dass ich das aufzeichne. Ich habe das einfach nur mal so aus Jux gemacht und so. Weil ich das witzig fand, wie das Ding aussieht. Ey. Manche Designs finde ich richtig witzig. Und ich denke mir aber gleichzeitig, warum schickt man so seine Leute in den Krieg? Ja, also mit dem Fahrzeug, ich wäre nie eingestiegen freiwillig. Ne, weil wenn ein Flugzeug von oben kommt, bist du auf jeden Fall tot. Und ja, wie gesagt, Flugabwehrfahrzeug hier. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen was zu leisten. Ich kann aber schon gleich sagen, ein Panzer kriegst du hiermit eigentlich nicht klein. Ich habe schon mal einen Kill gemacht damit. So ist es nicht, aber normalerweise ist es so, dass alles, was dann schon nicht mehr, also über leichter Panzer ist, kriegst du auch kaum noch irgendwie großartig beschädigt. Und ist halt auch nicht gedacht dafür. Es liegt auch an dem relativ kleinen Kaliber. Es sieht zwar größer aus, aber wie gesagt, einen leichten Panzer kriegst du nur damit klein. Vor allem, wenn er, hatte ich auch gehabt, so war nämlich mein Kill. Der stand mit dem Rücken zu mir. Sieht er auch, ich feuer jetzt gerade mal rauf. Und vier fliegt einfach auch daneben. Gut, das liegt auch daran, meine Crew, panzertechnisch bei den Italienern, ist natürlich noch eher schlecht. Und da ich hier nicht irgendwie jeden Monat irgendwie 200 Euro rausballere, um hier Golden Eagle zu kaufen, nur um meine Crew zu skillen, spiele ich mir also deren Fertigkeiten nach und nach. Und muss halt schauen, dass das irgendwie funktioniert. Und eigentlich warte ich jetzt hier natürlich schon drauf, dass hier Panzer kommen. Der kommt über zwei. So, man muss natürlich auch schauen, dass ich nicht behämmert werde hier. Aber ihr seht, einfach keine Treffer. Ich kriege keine Treffer hier zustande. Und das, obwohl man sagen könnte, steht doch nur irgendwie einen Kilometer entfernt. Sollte doch eigentlich treffen, ne? Tut's aber nicht. Und das ist echt schwierig, zum Teil auch hier wirklich vernünftig was zu treffen. Deswegen lohnt sich das für mich auch gar nicht, jetzt großartig hier auf Panzer zu schießen. Ich mache es ab und zu, auch teilweise, um denjenigen vielleicht abzulenken. Manchmal auch, wenn ich mitkriege, dass er gerade im Gefecht mit einem anderen Panzer ist, versuche ich den einfach irgendwie abzulenken, indem ich auf den schieße. Damit er auf mich schwenkt, weil ich ja immerhin relativ schnell bin. Und kann mich also auch schnell zurückziehen. Deswegen muss ich mir aber auch eine Position suchen, wo ich halt dementsprechend auch lange durchhalten könnte. So. Genug geschwafelt. Jetzt fährt der hier vor. Das ist natürlich blöd. So, ich gucke mal hier ein bisschen rum. Warum steht der so weit da hinten? Mein Staffelkollege hier. Passt mir gar nicht. Wie gesagt, ich zeichne das jetzt nur mal als Jux auf hier. Irgendwann werde ich mal richtig nochmal demonstrieren. Ja, da kommt er raus. Scheiße. Und ich muss nachladen. Aber er hat mich nicht mitbekommen. Das ist das nächste Ding. Ihr seht ja auch, ich kann hier rauffeuern. Nichts passiert. Nichts passiert. Und. Also es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Und deswegen. Ich denke mir auch gerade jetzt, vielleicht ist das einfach nur verbuggt. Aber gut, das ist jetzt auch gar nicht mein Aufgabenbereich. Ich muss hier Flugzeuge abschießen. Ich bin ein Flugabwehrfahrzeug. Nehmen wir natürlich hier diesen Porttest. Schlachtflugzeug. Ja, ja. Und immer schön bewegen, ne? Immer schön bewegen. Gut, klar, wenn der jetzt verreckt, würde ich den Kill kriegen. Ah, die Bombe. Und natürlich ist, man hat nur eigentlich nur 12 Geschosse, bevor man wieder nachladen muss. Die Nachladezeit habe ich natürlich auch noch nicht gut skillen können hier. Jetzt kommt mal einer, der muss aber. Jetzt haben wir es! So. Also, wie gesagt, gänzlich ungeeignet gegen Panzer. Wohl einfach nur mal einen Glückstreffer gehabt, dann eine Mal. So, dreht er? Er dreht. Und er lädt nach. Okay, der Typ ist jetzt raus, aber ich schieße einfach weiter. Das klang jetzt am kritischen Treffer, auch wenn keiner angezeigt wird. Okay, der hat auch abgefeuert. Können wir ins Schlachtflugzeug rein? Das nehme ich natürlich mit, denn wenn da Bomben an Start sind, dann schmeiße ich natürlich gerne die Bomben ab. So, jetzt blockiert er mich hier. Okay, nochmal ein bisschen Artillerie raus. So, keiner hinter mir. Und ich habe drei Bomben, muss also schauen, dass ich die auch vernünftig abwerfe hier. Sonst bringt das überhaupt nichts. Ich will noch nicht zu weit nach hinten fahren. Der könnte funktionieren, aber gut. Hier passt das besser.
Das war jetzt eigentlich wollte ich das Stuck nehmen. Ich wollte auf Stuck, aber hat nicht funktioniert. Und die Bomben, ja, okay. Lumpige Treffer. Lumpige Treffer, ja, was willst du machen? Es ist wie es ist. So, vielleicht noch die LVT hier. Der will echt. Geht der ins Wasser? Ja, dann doch lieber Kfz hier. Kurz mal mit Feuern aufhören, sonst zählt das hier wieder als Teambeschuss. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ich bin noch nie mit dem LVT im Wasser gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bin noch nie mit so einem Landschiff im Wasser gewesen. Das heißt natürlich, dass er jetzt hier auch irgendwo rumgerockt, aber ich habe gar nicht jetzt die Zeit dafür. Und die Runde sieht. Also, es sieht schlecht aus. Das muss man aber festhalten, es sieht gerade echt nicht gut aus. Höchstwahrscheinlich werden wir auch verlieren. Er ist zu schnell. Ihn hier vielleicht. Mann, wieso muss der jetzt nachladen? Boah. Oh Mann, ihr seht auch, der dreht nicht schnell genug nach. Also er das ist nicht schnell genug beim Drehen hier. Jetzt sollte das funktionieren. Hallo. Oh Gott. Ja, und jetzt bitte weg. Schnell weg. Schnell weg. Ich will nicht sterben. Kritischer Treffer. Leck mich doch. Komm, einer muss doch noch. Das gibt's nicht. Er kommt wieder zurück. Er ist raus. Okay, ist scheißegal, soll er abstürzen. Ich nehme Artillerie raus. Okay, das hat als Kill gezählt, habe ich gerade mitbekommen. Jetzt hier diesen Hampton Bomber. Was? Von mir ist irgendwas explodiert gerade. Aber gut, ich glaube, wir werden hier ziemlich schnell verlieren. Oh mein Gott, stirb doch. Diese kurzen Feuerstöße nerven auch, weil man. Da habe ich lieber ein kleineres Kaliber und kann ein bisschen mehr feuern. Irgendwie mit 30 Schuss oder so, aber das ist ja irgendwie mies hier. Nee, kannst du vergessen, das wird nichts hier. Okay, gerade jetzt. Eigentlich muss man ein bisschen mehr vorhalten, anstatt man da. Ja, es wird nichts mehr. Und ich glaube, wir haben auch verloren gleich. Ja, und ich bin sogar. Wo war der jetzt? Dämon. Okay, habe ich einfach nicht gesehen, habe ich nicht drauf geachtet. So, werde jetzt meinen Gutschein hier nicht verballern. Gehe aber mit dem M11 rein hier. Ja, blöd gelaufen, aber ist okay, gut. War auch nur aus Jux gedacht hier, als Jux gedacht, so. Und, ja, ich glaube, das war's. Was soll jetzt hier noch groß passieren? Wäre ein Unding, wenn wir das noch reißen würden, wären wir nicht. Ja, okay, danke fürs Zuschauen, sag ich schon mal. Wir sehen uns.